Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Heute starten wir in den Tag mit dem Fokusblock KI in der Produktion. Denn durch Programme wie ChatGPT oder Gemini, Sora ist künstliche Intelligenz ja eigentlich aktuell in aller Munde und ein riesiges Hype-Thema. Aber mal abgesehen davon, Schulaufgaben schreiben oder hübsche Bilder generieren, was steckt eigentlich hinter dem Begriff KI und was kann sie künftig auch im industriellen Maßstab für uns leisten? Beziehungsweise was leistet sie eigentlich jetzt schon? Besonders in der Fertigung, Prozessoptimierung und in der Prozesskontrolle spielt KI ja heute eigentlich schon eine wichtige Rolle. Und genau darum soll es in den nächsten Stunden jetzt auch gehen. Wir haben uns fünf spannende Speaker eingeladen, die uns Tools und Lösungswege und Case Studies näher bringen werden und ein Bild davon zeichnen, wie künstliche Intelligenz heute in der Industrie auch schon eingesetzt wird. Und dazu starten wir jetzt mit meinem ersten Speaker. Bei mir auf der KI-Stage begrüßen darf ich heute Klaus Romanowski, Senior Business Development Manager bei Siemens, mit seinem Vortrag Generative KI in der Fabrikautomatisierung: Erfahrungen aus der Praxis. Hallo Klaus, sehr schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Aber immer gerne. So, und das war's dann auch schon von mir. Klaus, die Bühne gehört dir. Ganz offiziell zunächst bedanke ich mich bei den Organisatoren von Industry Forward und für dieses spannende Forum. Ja, und auch an Sie ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Ich darf Ihnen heute ein paar praktische Beispiele präsentieren, wie wir, die Siemens AG, diese enormen Potenziale der generativen KI nutzen. Doch bevor wir uns diese Beispiele anschauen, lassen Sie mich kurz erklären, warum gerade wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ja, Sie kennen das vielleicht alle. Sie sitzen vor Ihrem PC, eine kryptische Fehlermeldung erscheint und Sie wissen nicht, wie Sie das Problem lösen können. Vielleicht googeln Sie das Problem oder Sie holen einen Experten. All das kostet viel Zeit und viel Geld. Und warum das alles? Computer und wir Menschen sprechen nicht die gleiche Sprache. Das ist jetzt wenig überraschend. Lassen Sie uns aber jetzt mal in eine Fabrik schauen. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sind Fabrikmitarbeiter, Sie kommen zu Ihrer Schicht, aber die von Ihnen zu bedienende Maschine zeigt eine auch wieder kryptische Fehlermeldung. Sie haben überhaupt gar keine Ahnung, wie Sie den Fehler beheben können. Und Sie müssen nun die Dokumentation oder einen Experten finden, um diesen Fehler zu beheben. Auch wieder Zeit und Geld. Oder aber Sie sind in der glücklichen Lage und haben einen Co-Piloten an Ihrer Seite, mit dem Sie in natürlicher Sprache interagieren können. Sie fragen also Ihre Maschine, wie es ihr geht, und die Maschine antwortet Ihnen auch wieder in natürlicher Sprache, sagt Ihnen, was ihr fehlt und gibt Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das Problem beheben können. Also zusammenfassend kann man sagen, Maschinen verstehen uns, nicht wir verstehen die Maschinen. Es geht also in erster Linie darum, die Komplexität zu reduzieren und damit diese Technologien für einen größeren Kreis verfügbar zu machen. Doch warum ist das notwendig? Ist natürlich der Fachkräftemangel, der uns alle betrifft und auch künftig noch mehr betreffen wird. Ich denke, das ist uns allen bewusst, wie auch die Zahlen hier rechts eindrucksvoll untermauern. Ich glaube, dazu muss ich auch nicht allzu viel sagen, das ist uns allen bewusst. Als eine mögliche Lösung haben wir generative KI identifiziert. Ja, persönliches Statement, ich beschäftige mich schon recht lange mit Innovation und möchte gerne zwei Dinge hervorheben, warum wir gerade bei generativen AI massiv investieren. Erstens Akzeptanz. Innovation kann oft scheitern, und zwar an den Benutzern. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist die Augmented Reality Brille für Remote Support. Es ist eine tolle Technologie, faszinierend. Uns alle ist der Anwendungsfall mit seinen Mehrwerten klar, aber Sie finden trotzdem in der Praxis kaum einen Servicetechniker, der bereit ist, eine solche Art Brille länger als 10 Minuten zu tragen. Weil zu schwer, weil kleines Sichtfeld, da gibt es viele Gründe. Also eine schöne Idee wird aber oft von den Anwendern nicht akzeptiert. Und eben ganz anders verhält es sich mit generativer KI, wie zum Beispiel ChatGPT. Es hat nur 5 Tage gedauert, bis die 1 Million Benutzermarke erreicht wurde. Also zum Vergleich, Instagram hat dazu 2,5 Monate benötigt. Facebook 10 Monate, Netflix sogar 3 Jahre. Zweitens Potenzial. Also wir als Siemens AG sehen das Potenzial und investieren hier massiv. Nur ein Beispiel, um ein paar Zahlen zu nennen. Wir halten tagesaktuell 2.835 Patente rund um AI. Das ist dreimal mehr als unsere Marktbegleiter. Mehr als 1.500 AI-Experten arbeiten bei uns und für uns. Und der Spiegel hat uns als Top-Arbeitgeber für alle AI-Spezialisten bezeichnet. Wir haben jetzt kürzlich erst ein Generative AI-Bootcamp durchgeführt, weltweit mit unseren gesamten Entwicklungsmitarbeitern. Sie können sich mal vorstellen, was das kostet. Das dauerte eine Woche. Das machen wir nicht einfach nur zum Spaß. Was genau machen wir denn nun zu diesem Thema?
Wir haben bereits in einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium die richtigen Partner gesucht. Es gibt da ein interessantes Zitat von dem Apple-Gründer Steve Jobs, der sagt sinngemäß, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Technologien auf den Markt zu bringen. Wer erfolgreich sein will, sollte unbedingt beim Kundenerlebnis beginnen und sich rückwärts zur Technologie vorarbeiten. Man kann nicht mit der Technologie beginnen und dann versuchen herauszufinden, wie man sie verkaufen will. Also erst Kundenerlebnis, dann Technologie. Genau deshalb haben wir schon früh mit Kundengesprächen geführt und zum Beispiel mit der Schaeffler AG in einer Co-Creation sinnvolle Anwendungsgebiete lokalisiert und auch schrittweise umgesetzt, immer in Verbindung mit dem Kunden. Das ist uns extrem wichtig. Zudem arbeiten wir eng mit Microsoft zusammen und nutzen die Azure OpenAI Plattform. Also ich würde zusammenfassend vielleicht nochmal sagen, wenn ihr schnell innovieren wollt, dann geht alleine. Wenn ihr weit kommen wollt, dann geht zusammen. Stichwort Nutzung des Ökosystems. Bei Siemens heißt dieses Ökosystem übrigens Accelerator. Behalten Sie diesen, also den Accelerator Marketplace, bitte im Blick. Denn im Sommer, diesen Sommer, werden wir ein erstes Produkt mit dem Namen Industrial Copilot for Engineering zur Verfügung stellen. Soweit der Werbeblock, zurück zur Präsentation. Wir selbst stecken noch mitten in der Entwicklung. Wie gesagt, Sommer werden wir die erste Version releasen, setzen aber diese Technologie bereits in unseren eigenen Werken Amberg und Erlangen ein. Und ich möchte Ihnen nun einen Ausschnitt aus der Shareholder-Konferenz zeigen. Das war vom Februar. Hier zeigt Roland Busch selbst gemeinsam mit unserem Co-Creation-Partner Schaeffler den Co-Piloten, hier kurz Danny genannt. Hätte mehr Kompetenzen erfordert hätte und nicht gut seinen Job. Richtig. So, und ich habe dir was mitgebracht. Du hast was mitgebracht. Die Herausforderung ist, das sind jetzt Standardteile. Schauen wir mal, ob er die anderen aufsortieren kann. Ich glaube, das ist jetzt der Plan. Richtig. Ich hoffe, es klappt. Wir haben hier große Teile. Hier noch ein paar Gummientchen. Ja, vielleicht ein bisschen warten. Sonst nimmt er beides direkt mit. Das ist ja, wunderbar. Nicht aber es funktioniert. Toll. Jetzt ist er langsamer geworden. Danny, warum bist du langsamer geworden? Die Geschwindigkeit des Roboters wurde reduziert, weil sich ein Mensch in der Sicherheitszone befindet. Bitte treten Sie einen Schritt zurück. Okay. Okay. Sieht gut aus. Der Part hat auch funktioniert. Super, da bin ich erleichtert. So, wir haben hier, wir sortieren ja Teile von Schaeffler und wir haben auch einen Kunden bei uns zu Gast. Stefan Kahapka, herzlich willkommen. Grüß dich, Uli. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Schaeffler, tolles Unternehmen. Wir haben eine langjährige Zusammenarbeit und jetzt bringen wir die auf ein neues Niveau mit neuer Technologie. Erzähl mal ein bisschen was. Erstmal danke für die Einladung an euch beide. Mich freut es ungemein, hier heute beiwohnen zu dürfen an der Stelle. Was treibt uns aktuell an? Was bewegt uns? Wir verspüren einen gewissen Wandel. Nicht nur wir, unsere Kunden, wir alle. Ich denke, einige Themen hast du gerade schon thematisiert. Bei uns ganz klar der Fokus der Elektromobilität, der über die Jahre hinweg jetzt den Einzug erhalten hat. Was ändert sich da bei uns? Unser Portfolio, es wird breiter, tiefer, komplexer. Diese komplexen Produkte brauchen wir innovative Automatisierungslösungen, angepasste Fertigungskonzepte bis hin zur Maschine, die wir betreiben und auch herstellen an der Stelle. Ja? Was braucht es dafür? Qualifizierte Mitarbeiter über alle Ebenen hinweg, vom Jobfloor bis hin in den Entwicklungsbereichen. Wir möchten unseren Mitarbeitern Tools an die Hand geben, die stehen bei uns im Fokus, das ist ganz wichtig, Tools und Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Arbeit zu erleichtern, effizienter zu gestalten. Der Co-Pilot könnte eben in Zukunft so eine Lösung sein. Also große Herausforderungen, neue Technologien schnell einführen auf der einen Seite, genau. Auf der anderen Seite Menschen mit diesen neuen Technologien trainieren. Genau. Wo macht ihr das? Zwei Themen haben wir uns da rausgesucht, zwei Use Cases. Der Shopfloor, den hast du gerade in Perfektion selber vorgeführt, an der Stelle, indem du mit dem Co-Pilot, mit der Maschine agierst, reagierst an der Stelle. Ja? In Zukunft vielleicht sogar eine Problemlösungsstrategie bei Fehlerfall zurückbekommst. Der zweite Use Case ist der des Engineerings, wo wir eben auf die Automatisierung gehen, dass die KI uns helfen kann, wie der Armin gerade gezeigt hat, da einfach schneller, effizienter zu werden. Bei komplexen Themen, das ist ganz klar, das möchte ich auch betonen, da brauchen wir das Expertenwissen unserer Mitarbeitenden. Das geht nicht ohne. Ja. Aktuell sind wir beide gerade
dabei, da den richtigen Use Case bei uns im Shopfloor rauszufinden, um das eben auch zum Leben zu erwecken an der Stelle. Und ich habe jetzt ein Video uns mitgebracht, wo wir einfach uns vorstellen können, wo wir in Zukunft die KI uns helfen lassen zu können. Das hätte mehr Kompetenzen erfordert hätte. Ja, Sie haben übrigens gerade eben in dem Video zwei spannende Innovationen gesehen. Wir reden ja heute über AI, vielleicht auch mal jenseits von generativen KI. Sie haben gerade eben einen Roboter gesehen, der unbekannte Objekte greift. Das heißt, normalerweise kennen Sie das, wenn Sie einen Roboter teachen, dann geben Sie ihm in der Regel die Form der Objekte mit und der Roboter weiß genau, wie er es greifen kann. Und hier war es tatsächlich so, dass hier ein Bild aufgenommen wird und hier eine KI-Applikation von uns automatisch dieses Objekt erkennt und dann auch entsprechend greifen kann. Ja, Sie können eigentlich reinwerfen, was Sie wollen. Und der Roboter ist tatsächlich in der Lage, das auch richtig zu greifen und auch zu platzieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie gesehen, generative KI, als Roland Busch mit dem System gesprochen hat. Es war so, er ist also näher rangetreten an diesen Roboter. Und da greifen natürlich gewisse Safety-Szenarien, da gibt es Laserscanner, die am Boden sind. Der Roboter muss sich verlangsamen, damit eben keine gefährliche Interaktion zwischen dem Roboter und dem Menschen entsteht. Und in dem Fall war Roland Busch verwundert, hat das System angefragt und ja, der Industrial Co-Pilot hat ihm in dem Moment auch direkt die Antwort gegeben, warum dieses System langsamer geworden ist. Und ja, vielleicht noch mal einen kurzen Überblick. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen sozusagen die Motorhaube aufmachen. Wo beschäftigen wir uns eigentlich überhaupt momentan gerade mit generativer Anwendungsfällen? Und wir haben gerade kürzlich auf der Hannover Messe, war ja vor zwei Wochen, haben wir mal so ein bisschen unsere Vision vorgestellt, die wir hier gerade unter der Haube sozusagen entwickeln. Und wir orientieren uns da an der Value Chain, an der Wertschöpfungskette unserer Kunden, aber auch an uns selbst. Und ich würde vielleicht mal kurz vielleicht so ein paar Highlights hier rausgreifen. Wir fangen wirklich frühzeitig im Design an, wo wir entsprechende Unterstützung haben, gehen über das Planning, Engineering, Operation, Service, also wirklich den gesamten Lebenszyklus einer Value Chain, genau, wo wir unterschiedliche Bereiche reingeben. Aufgrund der Zeit kann ich leider nicht jeden Use Case vorstellen, aber ich würde vielleicht mal den Engineering-Bereich vielleicht auch mal in den Vordergrund stellen. Wir haben ja vorhin Schaeffler gehört, die hier bereits mit uns gemeinsam arbeiten. Und ich würde Ihnen jetzt hier gerne einfach mal einen näheren Einblick geben, wie wir das Engineering mit generativer Energie, künstlicher Intelligenz unterstützen. Und Sie kennen die Herausforderung, wir haben das auch bei Schaeffler erlebt. Es gibt IT-Entwickler und es gibt Maschinenentwickler. Maschinenentwickler, gerade im Automatisierungsbereich, gibt es relativ wenige. Wir haben ja vorhin die Zahlen gesehen, wenn es darum geht, Fachkräftemangel in der Zukunft. Wir müssen also ein bisschen sehen, dass wir diese Systeme einfacher machen und die Komplexität so ein Stück weit herausnehmen. Und Sie haben ja heute vorhin den Stefan Kahapka von Schaeffler gehört. Wir haben zusammen mit Schaeffler so verschiedene Anwendungsfälle uns angeschaut und haben Interviews geführt und haben herausgefunden, dass es vor allen Dingen bei der sogenannten Schrittkettenprogrammierung ein Thema gab. Schrittkettenprogrammierung, vielleicht ganz kurz erklärt, wir haben mit dem Bereich Schaeffler Sondermaschinenbau gesprochen. Sondermaschinenbau, das wissen Sie, Sondermaschine impliziert, jede Maschine ist anders. Ja, Sie müssen individuelle Kundenanforderungen umsetzen. Das heißt, es sind relativ wenige repetitive Tasks und Sie müssen relativ tatsächlich immer wieder neue Entwicklungsressourcen hier einstecken. Und wir haben so mit Gesprächen auch mit anderen Kunden rausgehört, dass so eine Schrittkettenprogrammierung, also Schrittkettenprogrammierung heißt im Prinzip, dass Sie den Ablauf der Maschine im Prinzip so ein Stück weit programmieren, dass das zwischen 3 Stunden und einer Woche dauern kann, je nach Komplexität der Maschine. Und wenn man das mal überlegt, 3 Stunden, eine Woche, das ist eine relativ große Zeitspanne. Und ich würde Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie wir das bei Schaeffler so ein Stück weit umgesetzt haben. Ich starte mal eben. Das ist jetzt momentan gerade die Oberfläche von dem Co-Piloten. Generative Energie, generative künstliche Intelligenz im Hintergrund, wie gesagt, auf Microsoft OpenAI-Basis. Wir haben entsprechend die Modelle trainiert. Und was Sie jetzt sehen werden, ist am Anfang noch relativ unspektakulär.
Ich gebe der Schrittkette sozusagen einen Namen und ich tue das in natürlicher Sprache. Also Sie können das bei Voice machen, Sie können das tippen, je nachdem, wie Sie wollen, wie es Ihnen am besten passt. Und wir hatten ja vorhin kurz das Wort Akzeptanz. Es ist wichtig, dass ich das so einfach wie möglich mache, deswegen Sprache oder Chat, wenn man so möchte. Und ich kann hier wirklich mit natürlicher Sprache interagieren und dem System so einzelne Aufgaben geben. Das heißt, ich muss jetzt kein Maschinenprogrammierer sein, sondern ich muss einfach nur mit einem Ablauf, vielleicht objektorientiertes Programmieren, vertraut sein. Und jetzt stoppe ich mal ganz kurz das Video. Was Sie hier sehen, das ist tatsächlich jetzt auch der Schaeffler-Case. Was Sie hier sehen, ist, wenn Sondermaschinenbau beauftragt wird von einem Kunden, dann bekommt die Fachabteilung sozusagen einen Prozessablauf von dem entsprechenden Vertriebsbeauftragten. Das sehen wir hier in diesem Fließtext. Das ist wie so eine Art erste Prozesskette aufgebaut. Das ist sozusagen Text, also ein Prozessfluss runter geschrieben. Da muss ich aber jetzt noch kein Fachexperte sein. Und was jetzt passiert, wir nehmen diesen Text und kopieren das in den Copiloten rein. Das passiert jetzt als nächstes einfach per Copy-Paste. Sie sehen, der Text wird reinkopiert. Jetzt geht das relativ schnell. Überlegt kurz. Was hier gerade im Hintergrund aufgeht, ist Tierportal. Das ist sozusagen unsere Automatisierungslösung, um Automatisierungen im Prinzip zu unterstützen. Und Sie haben jetzt gesehen, dass wirklich in Sekunden diese Schrittkette gebildet worden ist, wie normalerweise, je nachdem, ich habe vorhin die Zahl genannt, zwischen 3 Stunden und bis zu 5 Tagen dauern kann. Also Sie haben also wirklich gemerkt, dass das jetzt hier gerade in Sekunden passiert. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich, sage ich mal, zu gewaltigen Erleichterungen führt. Jetzt heißt das, wir nennen es ganz bewusst und am Markt wird es auch immer wieder so genannt, Copilot. Und warum Copilot? Vielen von Ihnen ist es bewusst. Wir wollen hier niemand ersetzen. Ja, es geht nicht darum, hier Menschen zu ersetzen. Wir schaffen hier eine Codequalität von ca. 80%. 20% muss noch überarbeitet werden. Wir wollen mit den Copiloten Entwicklungsaufgaben unterstützen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen niemand ersetzen. Das ist auch das, was wir mit unseren Kunden erleben, dass wir mit den gleichen oder vielleicht sogar mehr Personen mehr erreichen können. Also es gibt eine schöne Zahl, dass ein Entwickler momentan sich täglich im Schnitt nur ca. 30% wirklich um Entwicklung kümmern kann. Der Rest ist Dokumentation, andere organisatorischen Aufgaben, wirklich nur 30%. Wenn Sie jetzt einem Entwickler so einen Copiloten zur Seite geben, dann ist der natürlich deutlich schneller. Repetitive Aufgaben werden schon mal von alleine relativ schnell erledigt. Und vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, wenn diese Modelle trainiert werden, dann werden natürlich die Standards der Kunden hergenommen. Das bedeutet, dass jeder Kunde ist anders, jeder hat andere Standards und dieser Copilot berücksichtigt diese Standards und so kommen wir relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Wir machen, das ist auch wichtig, das will ich nur kurz betonen, unser Geschäftsfeld bedeutet nicht, dass wir die Entwicklungsarbeiten jedes Kunden anderen Kunden zur Verfügung stellen, sondern jeder Kunde bekommt seine eigene Umgebung. Also es wird hier keine Information irgendwie geshared, sondern tatsächlich ist es in Planung und wird auch so umgesetzt, dass jeder Kunde seine eigene Instanz hat und hier keine Entwicklungsinformationen am Markt gestreut werden. Aber Sie sehen, wie schnell das geht, auch innerhalb übrigens inklusive der gesamten Details. Wie gesagt, 80% Qualität, 20% muss hier noch nachgearbeitet werden. Gut, ich habe hier noch einen zweiten Fall mit dabei. Genau. Was wir uns hier anschauen, das ist der sogenannte, das ist nochmal der gleiche. So, kleiner Blick. So, jetzt. Was wir hier sehen, ist im Prinzip, stellen Sie sich vor, wenn Sie an einer Maschine stehen, da gibt es eben sogenanntes Bedienpanel. Die Maschine muss entsprechend wird über ein Panel bedient, ein Bildschirm, der touchfähig ist in der Regel. Und auch dieser Bildschirm muss für jede Maschine im Sondermaschinenbau individuell konfiguriert werden. Das kann ich über eine grafische Oberfläche machen oder aber ich kann das ebenfalls per Stimme, per Voice oder per Chat machen. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel. Links wieder das sogenannte TIA-Portal, in dem Automatisierungsaufgaben eben stattfinden. Und rechts sehen Sie den. Und er fragt mich jetzt schon, wie kann er mich unterstützen? Und was kannst du denn tun? Und der Copilot gibt mir jetzt Schritt für Schritt an, welche Aufgaben er erledigen kann und mit welchem Prozessfluss hier tatsächlich sozusagen dieser
Bildschirm erstellt werden kann. Das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, so ein Entwickler, da gibt es unterschiedliche Generationen, da wächst gerade eine Generation an, die vielleicht gar nicht mehr so sehr in Entwicklungstools im Detail arbeiten möchte und die einfach per Voice oder per Chat mit dem System interagieren möchte. Und genau das passiert hier gerade, dass hier Schritt für Schritt sozusagen per natürlichem Gespräch, wie mehrfach gesagt, wir durch diesen Konfigurationsvorgang durchgeführt werden. Sie sehen das, das ist eine ganz normale Interaktion. Please remove, ja, interessanterweise sind wir sehr höflich zu einem Co-Pilot. Wir sagen immer noch bitte und danke. Das können wir weglassen, wir können auch direkte Ansagen machen, das wird trotzdem umgesetzt. Und was wir hier sehen, dass jetzt schrittweise, hier links sieht man auch gleich die Aufgaben, die entsprechend erledigt werden. Ich gebe Ihnen jetzt wirklich schrittweise mit, auch das entsprechend der Projektname. Dann sehen Sie, dass tatsächlich links die einzelnen Instanzen automatisiert quasi umgesetzt werden. Und genau, und jetzt sehen Sie, wie wir hier diesen grafischen Ansatz, also wir haben erst die Funktionen sozusagen konfiguriert und jetzt sehen wir, wie sozusagen durch die Verwendung eines Standard-Templates, jeder Kunde ist individuell, wird tatsächlich dann auch der Login-Button angesetzt mit all seinen Funktionen. Genau. Also Sie sehen, ich kann beides machen. Ich kann eben links, wie gewohnt, ich kann im Prinzip quasi mir das alles per Mausklick zur Verfügung stellen oder ich kann es eben rechts per Voice machen oder eben beides. Und das ist, ich habe vorhin kurz über die Akzeptanz bei Innovation gesprochen. Das ist halt ganz wichtig, dass Sie nach wie vor unterschiedliche Möglichkeiten dem Benutzererlebnis anbieten, dass er, wie gesagt, beide Varianten der Programmierung anbieten kann. Und das ist das, was wir hier gerade tun. Und das sehen wir als wichtigen Erfolgsfaktor bei der generativen AI, bei der Einführung. Und wir sehen, ich habe ja vorhin, wie gesagt, diese 3 Stunden bis eine Woche im Antrag Maschinenentwicklung. Wir sehen, dass diese Akzeptanz eben nicht nur wegen der Einfachheit relativ groß ist bei der generativen KI, sondern wir sehen eben auch, dass der Mehrwert offensichtlich ist. Also es ist, wir setzen das ja, wie gesagt, in unseren eigenen Werken ein, also in Erlangen als auch in Hamburg und haben da ebenfalls sehr gute Ergebnisse. So, ich habe ja gerade gesprochen, in Amberg zum Beispiel setzen wir das ein. Ich würde jetzt Ihnen nochmal ein Beispiel zeigen, in dem wir sozusagen eine Hilfe anbieten. Eine Hilfe, Sie können mit einem System arbeiten, müssen sich da kompliziert durch die Hilfe klicken oder auch hier können Sie deutlich schneller sein, indem Sie Ihr Problem per Chat, per natürlichem Gespräch gelöst bekommen. Ich will auch hier mal ein Beispiel zeigen, wie hier generative KI unterstützen kann. Genau, der Co-Pilot meldet sich und sagt, was ist seine Aufgabe? Ja, er beantwortet quasi Fragen zu einem bestimmten System und ich stelle dem System eine Frage und in dem Fall, wie kann ich ein Add-in in einem Tierportal erstellen und er gibt mir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das machen kann. Also auch das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man natürliche Sprache nutzen kann, um das Benutzererlebnis einfach zu vereinfachen und Stichwort Produktivität, und einfach schneller in meinem Workflow zu sein. Ja, ich kann wesentlich schneller Probleme lösen und bekomme hier relativ schnell Antworten. Und vielleicht mal kurz so ein Stück weit, es gibt Standard ChatGPT, das können Sie verwenden, aber der Unterschied ist hier ist eben, dass wir selber die Modelle trainiert haben und hier so ein Stück weit eben das Ganze entsprechend so trainiert haben, dass es auch eine entsprechende Qualität haben. Was Sie jetzt gesehen haben, ich habe eine bestimmte Frage gerade hier mitgegeben. Ich bekomme den Fließtext und kann on top auch innerhalb der Hilfe mich zurechtklicken. Wenn mir das an Informationen nicht reicht, kann ich auch entsprechend in die Sourcen rein und kann mir anschauen, wie ja, zusätzliche Informationen, falls mir dieser Fließtext tatsächlich nicht reicht. Vielleicht noch mal ganz kurz, was haben wir erreicht durch die Einführung von generativer KI? Wie gesagt, wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Wir haben mit Partnern zusammengearbeitet. Wir haben sehr, sehr viel mit Kunden gesprochen. Wir haben uns sehr intensiv mit der Technologie beschäftigt. Und wir haben
das Ganze, wie gesagt, in eigenen Werken im Einsatz. Und was wir wirklich sagen können, ist, dass ich habe vorhin schon sehr lange über die Akzeptanz gesprochen, was, wie gesagt, bei Innovation immer der wichtigste Faktor eigentlich oder einer der wichtigsten Faktoren ist. Wir merken eine deutliche Effizienzverbesserung, also nur zum Beispiel in den Einsatz in unseren eigenen Fabriken. Wenn eine Maschine kaputt ist, dann kann ich dem Mitarbeiter jetzt zum Beispiel die Möglichkeit geben, ihm per Sprache den Fehler zu beheben. Oder aber, und das ist die Alternative, wie es früher war, ich muss einen Spezialisten holen oder ich muss den Wartungskollegen entsprechend die Zeit geben, die entsprechende Dokumentation mit vielleicht 400 Seiten zu durchblättern. Und sie sind halt dadurch deutlich, deutlich effizienter. Auch das Thema Entwicklung, Engineering, wir selbst nutzen das, vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben letztes Jahr auf der Hannover Messe letztes Jahr im April damit angefangen. Wir haben da erst zwei Use Cases gezeigt. Und wir haben dann relativ schnell im November zusammen mit Schaeffler erste Lösungen zeigen können. Und wir haben ja mit einem Team von circa 30 Leuten global gearbeitet. Und dieses Team hat selbst Code generiert über den Co-Piloten. Also ich habe ja vorhin kurz gesagt, es geht nicht darum, jemanden zu ersetzen, sondern es geht eben darum, mit den gleichen Leuten tatsächlich hier mehr zu machen. Das können wir ja nicht deutlich sagen. Durch die Nutzung von generativer KI können sie deutlich schneller sein. Ja, Improved Quality, das ist auch so ein Erlebnis, das wir haben. Das haben wir auch bei unseren Kunden erlebt und das machen wir selber teilweise auch so. Wenn sie mit Dienstleistern zusammenarbeiten und die generieren ihnen zum Beispiel Code, und sie müssen dann immer relativ hinterher sein, dass da Standards eingehalten werden. Da müssen sie immer wieder drüber schauen. Wenn sie mit generativer KI arbeiten im Entwicklungsumfeld, dann können sie diese Standards schon einlernen und die Codequalität steigt einfach deutlich. Das Gleiche gilt natürlich auch intern. Ja, sie geben Standards mit und diese Standards werden bei der entsprechenden Umsetzung auch berücksichtigt. Da auch ein ganz wichtiger Punkt, das für die realistische Einschätzung. Generative KI kann viel, aber es kann nicht alles. Wir merken schon, dass gewisse Standardisierung ein wichtiger Faktor ist bei der Einführung. Ja, Sie müssen entsprechende Standards haben, weil das ist letztlich die Basis für die Einlernung der Modelle. Wenn Sie diese Standards nicht haben, Sie können nicht erwarten, dass generative KI alle Probleme löst. Sie müssen Standards haben, die eingelernt werden und die sind die Basis. Also ganz wichtig. Ja, und letzter Punkt, im Prinzip die Wettbewerbsbetrachtung. Wir sehen einfach, dass das Thema Innovation oder der Innovationsvorsprung durch generative KI enorm zunimmt. Sie sind deutlich schneller, das hatte ich mehrfach gesagt. Ja, sie sind deutlich flexibler. Wir merken das selbst. Ja, wir konnten in der Produktentwicklung hier deutlich zulegen. Und sie können hier natürlich ziemlich schnell entsprechende Lösungen bieten. Und vielleicht zu diesem schnell, vielleicht noch ein paar Takte gesagt. Wenn Sie vielleicht in LinkedIn Mitglied sind, dann sehen Sie jeden Tag jede Menge Innovationen, die vielleicht nicht immer allzu lange in Ihrem Feed sind. Ich bin persönlich, und das ist unsere Erfahrung, auch so ein Stück weit davon überzeugt, dass jetzt der Moment da ist, wo AI wirklich konkret wird und wirklich im privaten Umfeld ankommt, aber eben auch zum Beispiel auf dem Shopfloor, weil diese generative AI, wie sie gerade, sie hat diesen Formfaktor berücksichtigt, sie können relativ einfach damit interagieren. Sie nehmen so ein Stück weit die Komplexität aus komplexen Vorgängen und machen damit komplexe Technologie im Prinzip Demokratisierung. Sie machen das einem größeren Umfeld, stellen Sie das zur Verfügung. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, vielleicht wie ein iPhone, ein Telefon, da ist komplexe Technologie drin, aber so ziemlich jeder kann das bedienen. Und das ist eigentlich unser Ziel, komplexe Technologie wirklich der Breite zur Verfügung zu stellen. Und Sie haben es vielleicht so ein Stück weit, auch Stichwort Geschwindigkeit, aktuell. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass gestern Abend ChatGPT 4.0 vorgestellt wurde. Schlagzeile heute Morgen in der Zeitung, der neue Sprachassistent von OpenAI spricht fast wie ein Mensch. Diese Entwicklungszyklen von ChatGPT, OpenAI und von all den anderen Modellen, die werden immer schneller. Die skalieren entsprechend so weit, dass sie eine Entwicklungsgeschwindigkeit erreichen, die also wirklich enorm ist und die uns, sage ich mal, wirklich massiv unterstützt.
Es gibt so eine Art ja, Überblick, Stichwort Geschwindigkeit. Es gibt die 5 zu 100 Regelung. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Also man sagt zum Beispiel, um einen Formel-1-Wagen von der ersten Entwicklung eines Autos bis heute auf dem aktuellen Stand haben wir ca. 100 Jahre gebraucht. Mit der Entwicklung von ChatGPT, also von diesen generativen KI-Möglichkeiten, inklusive vielleicht den heutigen Technologien, kann man sowas in 5 Jahren schaffen. Also wir werden hier einen Innovationsvorsprung haben, den es einfach zu nutzen gilt. Und ja, damit darf ich zum Schluss meiner Ausführungen kommen und bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn vielleicht noch die eine oder andere Frage kommt. Ja, vielen Dank an der Stelle. So, dann komme ich mal wieder dazu. Vielen Dank dir für deinen Vortrag. Wir haben auch einige Fragen tatsächlich schon gesammelt. Ich möchte noch mal einen Hinweis geben. Wir können natürlich auch immer weiterhin Fragen stellen. Sollte sich eine Folgefrage ergeben oder ein Folgekommentar, dann bitte einfach immer weitermachen. Wir sind, die Fragerunde ist so lange offen, wie die Session offen ist. Gut, dann starten wir doch gleich mal rein. Das war eine Frage, haben relativ früh tatsächlich schon während dem Video, das du gezeigt hast, dem ersten. Es muss natürlich, damit ein Roboter erkennt, dass jemand in dem Gefahrenbereich steht, gehört ja auch eine gewisse Sensorik dazu. Das heißt, was gehört denn Hardware dazu, beziehungsweise auf welchem Level muss meine Hardware sein, damit der Co-Pilot damit funktioniert? Ja, genau. Also hier in dem konkreten Fall, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, haben wir Laserscanner in dem Moment quasi installiert. Das brauchen Sie immer, wenn Sie einen kooperativen Roboter haben, ja, in dem Moment, wo er nicht durch Glas geschützt ist. Sobald Sie rangehen, die Laserscanner erkennen das. Und entsprechend fahren die dann das System runter. Und die Basis für unsere Technologie ist einmal natürlich OpenAI, Microsoft, aber genauso auch das Tier-Portal von Siemens in dem Moment, in dem all diese unterschiedlichen Hardware-Teile, Tier-Portal ist zwingend Voraussetzung, damit der Co-Pilot funktioniert, in dem all diese Teile bekannt sind und dem wir entsprechend dann auch diese Teile zusammenführen und die Intelligenz drüber legen können. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass bestimmte Standards schon existieren, beziehungsweise die Standards, die eingeteacht werden müssen. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis ich meine Lösung habe, sozusagen? Und wie kann ich später, wenn sich Dinge ändern, die neuen Standards mit aufspielen? Ja, die typische Antwort an der Stelle heißt, kommt darauf an. Das wollte ich jetzt natürlich auch sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, ja, über welches Projekt wir hier reden, wie groß das Ganze ist. Ich darf noch nicht so viel verraten, aber ich habe gesagt, dass wir im Sommer ein erstes, ich will jetzt hier keinen Werbeblock aufmachen, aber im Sommer ein erstes Produkt hier rausgeben und Sie können davon ausgehen, dass Sie relativ schnell künftig selber teachen und lernen können, weil ich sag mal, wenn Sie das selber nicht können, ja, dann wird so ein System relativ schnell veralten und auch im Sinne der Akzeptanz, Sie müssen als Kunde selbst in der Lage sein, diese entsprechenden Modelle zu trainieren. Und das geht tatsächlich relativ schnell. Sehr gut, dann bleibt sehr spannend. Können Sie unsere Frage auf den Sommer freuen? wir haben jetzt tatsächlich eine Frage, die gleich zweimal gestellt worden ist, interessanterweise. Einmal etwas kürzer formuliert, einmal etwas länger. Ich würde es einfach mal gemeinsam stellen. Ich möchte wissen, wie lange dauert denn die Fehlersuche und Nacharbeit dieser 20% fehlerhaften Eingaben, beziehungsweise die Frage, wenn 20% leer bleiben, muss ich die selber ergänzen oder Fehler im erstellten Code suchen? Ist ja doch auch immer Zeitaufwand, die Fehlersuche. Ja, also das tatsächlich ist es so, dass wir, also erstmal ist es so, dass gewisse Dokumentation natürlich des Codes auch mit erstellt werden. Also Sie haben eine relativ gute Möglichkeit, diese Dokumentation entsprechend zu nutzen. Dazu kommt, dass wir relativ schnell diese 20% quasi lokalisieren können, schon aufgrund der, sag ich mal, der Standards. Sie können also ziemlich genau nachvollziehen, wo diese Fehler sind. Wir haben diese Frage relativ oft, ja, habe ich jetzt eine Ersparnis dadurch, 80%, 20%, ich muss ja trotzdem 100% überprüfen. Tatsächlich ist unser Feedback auch von den Kunden, auch von den eigenen Werken, dass diese 20% relativ schnell lokalisiert werden können. Und wir arbeiten dran an diesen Modellen. Ich habe vorhin kurz gesagt, ChatGPT 4.0 ist seit gestern draußen. Wir arbeiten dran, hier immer besser zu werden. Also das, ich kann jetzt hier keine genaue Zahl erkennen, aber wir merken massive Produktivitätsgewinne durch diesen Einsatz der Technologie. Aber 100% erreichen wir momentan nicht und vielleicht werden wir es auch nie erreichen. Ja, das zeigt die Zukunft. Genau, das werden wir sehen, weil es natürlich, dass AI auch ihre Grenzen hat, muss man natürlich auch mit akzeptieren. Also es geht natürlich nicht immer perfekt. Dann haben wir hier jemanden, der ein bisschen kritischer der KI anscheinend gegenübersteht, weil er sagt, es ist ja schön für Routinearbeiten, aber fehlt es da nicht dann an Kreativität letzten Endes?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Thema Kreativität ist genau das, was OpenAI und ChatGPT ausmacht. Also das ist das, was wir massiv feststellen. Genau diese Kreativitätskomponente kommt jetzt mit dazu und kommt immer mehr dazu. Also viele von Ihnen benutzen ChatGPT vielleicht schon im privaten Umfeld. Es gibt eine kostenlose Variante und vielleicht nur mal vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben mal für eine Messe, haben wir mal ja, wollten wir eine Überschrift, einen Pitch entsprechend generieren. Und Siemens hat dann natürlich sehr harte Restriktionen, wie man diesen Pitch generieren kann. Und wir haben ChatGPT, die kostenlose Variante dafür benutzt und haben gesagt, verwende einen gewissen Standard und mach uns 10 Vorschläge, wie diese Überschrift aussehen kann. Und wir hatten 10 Vorschläge, die also wirklich sehr, sehr gut waren. Und wir waren zu fünft in dieser Runde, ja, jede Menge Marketing-Experten auch. Und wir sind selber nicht auf diese Ideen gekommen, weil wir alle vielleicht auch so ein Stück weit in Silos und Bubbles leben. Und dieses Thema Kreativität wird genau von ChatGPT in OpenAI bis zu einem gewissen Grad gerade umgesetzt. Was mich immer wieder begeistert, das haben Sie vielleicht im privaten Umfeld schon gesehen, dass sogar Musik, ja, kreiert wird über ChatGPT, inklusive Gesang, inklusive geben ein Thema vor. Dann kommt im Hintergrund eine Melodie mit Konzert und was weiß ich, Instrumenten raus und entsprechend auch ein Gesang mit Text. Also gerade das Thema Kreativität wird immer besser und ist jetzt schon sehr gut. Ja, kennst du auch, ne? Ich muss auch mal wieder mal für Social Media Post Denkanstöße mir holen bei ChatGPT. Zwei Fragen tatsächlich noch. Die Frage ist, wie. Dazu eine kleine Ergänzung. Viele benutzen bei LinkedIn mittlerweile schon ChatGPT zum Erstellen der LinkedIn-Posts. Das heißt, selbst da gibt es mittlerweile eine Lösung, um solche Posts zu automatisieren. Ganz automatisieren, da muss ich zugeben, da mache ich auch noch nicht, aber ich könnte es mir wahrscheinlich mal anschauen. außerdem möchte noch einer von der Zuhörer wissen, wie wird denn bei erhaltenen Antworten eigentlich die Plausibilität geprüft? Ui. Da diese Frage würde ich jetzt ganz gerne an die technischen Kollegen weitergeben. Vielleicht den Herrn würde ich bitten, einfach mal per LinkedIn mit mir Kontakt aufzunehmen. Dann können wir gerne mal ein bisschen technologisch mehr in die Tiefe reingehen. Plausibilität, wie gesagt, wir benutzen Modelle. Diese Modelle werden so ein Stück weit trainiert. Die sind in der Lage, eine gewisse Plausibilität zu prüfen. Aber wenn Sie da in die Tiefe wollen, da würde ich Sie bitten, da machen wir gerne noch mal eine technologische Runde und schauen in die Tiefe. Übrigens, das sei auch mal gesagt, wir sind sehr interessiert daran, Feedback zu bekommen vom Markt. Also wer Interesse hat, wir würden gerne vielleicht so ein bisschen zeigen, auch ein bisschen näher, was wir da machen und vielleicht mal so Ihr Feedback dazu einsammeln. Gerne melden. So, schon wieder ein Werbeblock, jetzt höre ich auf. Die Kontaktinformationen haben wir tatsächlich auch hinterlegt, also da kann es auch immer, kann auch gleich Kontakt aufgenommen werden. Es möchte außerdem noch jemand wissen, ganz gerne, nutzt Siemens KI auch zur Produktionsplanung, Beschaffung, Überwachung und so weiter? Ja. Ich war gerade gestern in Amberg, in einer unserer Produktionswerke. Und gerade dieses Werk ist dafür bekannt. Wir haben so einen Lighthouse-Preis gewonnen, weltweit, für eine der effizientesten Fabriken überhaupt. Und wir haben genau da relativ früh AI schon im Einsatz gehabt. Und ich bin mir sicher, im Nachgang kommt die Frage, wir haben niemanden dadurch ersetzt. Ja, also wenn man sich die Personalplanung anschaut in Amberg, wir haben mindestens den gleichen Personalstamm und es ist sogar weiterhin gestiegen, weil wie gesagt, der Anspruch ist, wir wollen mehr machen, vielleicht sogar auch besser machen, aber immer mit dem gleichen Personalstamm. Und genau da, also nur ein Beispiel, wo wir da KI nutzen, bei der Herstellung von Leiterplatten röntgen wir die Qualität dieser Leiterplatten und diese Qualität wird entsprechend über KI AI ausgewertet. Also es ist so eine Art Vision, AI Vision, die sich dieses Röntgenbild anschaut. Das passiert wirklich binnen Sekunden. Dazu wären wir Menschen überhaupt nicht in der Lage. Das geht wirklich massiv schnell. Da gibt es viele Beispiele, auch Produktivitätsplanung, Produktplanung, da gibt es viele Beispiele. Aber wenn wir die jetzt alle aufzählen, glaube ich, dann. Dann können wir den Block ganz nur mit Siemens füllen. So, das ist natürlich immer eine Frage, eine rechtliche Frage mit dabei. Beispielsweise, wenn im Firmenumfeld jetzt die offene Version genutzt wird, wie sieht es denn eigentlich mit lizenzrechtlichen Fragen aus? Wir benutzen nicht die offene Version. Wir benutzen tatsächlich den Azure OpenAI, tatsächlich den aktuellen Stand. Der ist kostenpflichtig. Und sozusagen, dass die Azure Subscription wird entweder vom Kunden getragen
oder eben von uns. Also da muss man schauen entsprechend. Wir sind, wie gesagt, mitten in der Entwicklung. Wir schauen uns gerade unterschiedliche Verrechnungsmodelle an. Wer das so ein bisschen verfolgt, sieht auch, dass die Preise sich massiv verändern. Also ich habe ja vorhin erzählt, wie schnell das momentan gerade alles vorangeht, technologisch. Und so schnell geht das momentan auch in Richtung Verrechnungsmodelle. Also wir wissen alle, dass ChatGPT zum Beispiel 29 Mal mehr Energie braucht als zum Beispiel eine Google-Anfrage. Und mit diesem Energieverbrauch muss man umgehen, da entstehen Kosten. Und da muss man so ein Stück weit, das muss man im Auge behalten. Und da sind wir sehr beschäftigt, diese ganzen Verrechnungsmodelle zu harmonisieren und das so zu machen, dass auf der einen Seite der Kunde und aber auch wir als Siemens leben können. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, natürlich, Energie ist auch eine Frage. Das hatten wir auch im ganzen Blog zu. Das wird auch immer wichtiger. Wir haben auch eine Doppelfrage tatsächlich reinbekommen jetzt gerade. Und zwar fragt jemand, diesen Wettbewerbsvorteil haben ja eigentlich alle, die KI benutzen, beziehungsweise werden dann alle abgehängt, die es nicht machen wollen und nur am Markt bleiben, der KI benutzt? Kann man das so sagen? Oh, das ist aber sehr schwarz-weiß jetzt. Also ich weiß nicht, ob ich das so generell beantworten kann. Ich sag's mal so. Wir haben ja vorhin dieses Beispiel gehabt, Sondermaschinenbau, zwischen 3 Stunden und 5 Tagen. Und ich sag mal, wenn Sie sich diese Zeit, sage ich mal, deutlich runter reduzieren können, dann können Sie sich vorstellen, wie viel schneller Sie sein können. Und wenn Sie jetzt im Sondermaschinenbau sind und Sie haben eben diese Technologie nicht im Einsatz, dann müssen Sie damit leben, dass vielleicht andere schneller sind. Ja? Und diese Technologie steht ja nicht nur uns in Deutschland logischerweise zur Verfügung, sondern andere nutzen das eben auch. Und ich glaube, dass hier das Potenzial besteht, sage ich mal, bestehende Positionen durchaus zu gefährden. Ja, dass meinetwegen auch kleinere schneller sind als die großen. Das kann passieren. Es ist alles möglich. Ja, das ist zum ersten Mal, dass wir wirklich so einen technologischen Durchbruch im Bereich AI haben. Und dadurch, sage ich mal, da entstehen gerade Erfahrungen. Ja, wir sehen Erfolge, aber wir tun Dinge auch vielleicht teilweise zum ersten Mal. Und genau, da müssen wir so ein Stück weit sehen, wie sich das entwickelt. Wir lernen. Jetzt passt ganz gut zum zweiten Teil der Frage. Dann würde ich sagen, gibt es eigentlich deiner Meinung nach eine bessere und eine schlechtere KI? Oh. Also auch da, also ganz ehrlich gesagt, da gibt es eine tagesaktuelle Antwort. Weil durch diese automatisierte Entwicklung, Sie sehen momentan viele am Markt, die das vorantreiben. Also nur, vielleicht haben Sie es bemerkt, Google zum Beispiel hat binnen kürzester Zeit hier massiv aufgeholt, einfach weil sie auch selbst diese Technologie eingesetzt haben. Das beantwortet so ein Stück weit vielleicht auch die Frage von vorhin. Diese Frage können Sie nur wirklich tagesaktuell beantworten. Wie gesagt, gestern ist ChatGPT 4.0 quasi zur Verfügung gestellt worden, wo wieder ein Riesenentwicklungsschritt da ist. Da hat jeder momentan gerade so ein Stück weit ist da im Rennen, aber momentan zu sagen, der ist der Beste und da sehen wir das Potenzial, ich glaube, das wär nicht seriös. Ja, da muss man das Rennen, das muss man wirklich im Blick behalten. Und muss schauen, ja, wer gerade die Nase vorn hat. Genau, also wir haben noch eine Frage jetzt tatsächlich, die sich ein bisschen umfassender eigentlich ist. Und zwar macht sich jemand Sorgen um seine Sicherheit. Man hört es ja immer wieder, Angriffe nehmen zu. Wie schaut es denn mit der Cybersecurity im Ganzen aus? Ja, also Cybersecurity. Also wir selbst, erstmal ist es gut, wenn man eine Siemens-Lösung im Haus hat natürlich, das hilft schon mal deutlich, zumal da, was Cybersecurity angeht, also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber wir haben Technologien, die Richtung Edge-Plattform zum Beispiel gehen, die also erlauben, einen sicheren Zugang zum Beispiel zum Internet, ohne dass ich jetzt zum Beispiel direkt zur Maschine durchgehen muss. Also es gibt so Offline-Funktionalitäten, die da zur Verfügung stehen. Aber generell gibt es von uns da Cybersecurity-Funktionalitäten, die genau dafür sorgen, dass eben nicht sozusagen, also dass das Risiko möglichst gering gehalten wird. Aber, und das möchte ich auch mal deutlich sagen, bei diesen Sicherheitsthemen, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an den Anfängen der Cloud. Damals hat man so leise gelächelt, als man gesagt hat, Kunden, Salesforce, Stichwort Salesforce, Kundendaten in die Cloud zu legen. Das werde ich im Leben nicht tun. Und plötzlich, ja, hat man eine Berechnung gemacht und hat sich angeschaut, welchen Mehrwert habe ich, was spare ich, indem ich zum Beispiel keine eigene Infrastruktur eingehe und welchen Mehrwert habe ich dadurch. Und das ist genau das, was die Cloud-Technologie vielleicht nicht binnen kürzester Zeit, aber relativ schnell in die Breite gebracht hat, weil halt viele gesehen haben, ob ich mir jetzt ein ERP-System im Keller stelle oder ob ich es jetzt quasi mir als Service bestelle, da spare ich eben ein Heidengeld. Und hier wird es genauso sein. Ich muss so ein bisschen das Risiko im Blick haben. Ich kann nie
Ich werde wahrscheinlich nie alle Produktionsanlagen in das Internet verlegen, aber ich kann zumindest Teile machen. Ich muss hier eine genaue Risiko-Mehrwertbetrachtung machen und werde sicherlich Teile, werde ich das erlauben, in einigen nicht. Also das ist auch wieder eine Individuallösung. Aber man muss das Potenzial, also wirklich, das sage ich wirklich von ganzem Herzen aus, das Potenzial, das dahinter steckt, wirklich genau im Blick behalten und eine Risikobewertung individuell fahren. Ja, es ist immer die Frage, die Abwägung von wie schnell macht man vorwärts, wie vorsichtig ist man. Genau. Genau, so. Insofern dann jetzt keiner mehr möchte, waren das tatsächlich auch schon die letzte Frage. Haben einige reinbekommen für ein sehr fleißiges Publikum heute. Ich hoffe, das fühlt sich sofort. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, Klaus, dass du heute bei uns warst und für deinen Vortrag. Und an unsere Zuschauer nochmal vielen Dank fürs Mitmachen.